Hey. Geh auf. Der Boden ist kalt. Ist alles gut? Heidi, warum steigst du in dein Auto ein, wenn ich's auflade? Ich dachte, das funktioniert nicht gut vor. Ananda, bleib hier! Der stinkt. Hast du das Geld schon geben lassen, Frau Winter? Ja, haben wir gemacht. Er war sicher? So, ja. Das werden wir mal prüfen. Ein Versuch war es wert. Gibt es die Lackfarbe Grell Lila? Genaue Bezeichnung weiß ich jetzt nicht, aber es ist. Gibt es sowas Ekliges? Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Also. Elektropink gibt's auch. Naja, Elektropink ist ja jetzt ein bisschen so, nee. Warum ist mein Auto schief? Naja, geh mal dahin, dann weißt du's. Betreten, um dann halt das Fahrzeug zu stoppen. Warum? Was ist denn? Seid ihr mit deinem Auto jetzt gefahren? Der steht vor mir und ist angefahren. Ja, bitte? Ja, ja. Ich bin dagegen gefahren. Ja, das war ich, Frau Winter. Oha. Ja, genau, also wir waren keine Person im Fahrzeug. Hm. Habt ihr pinke Autos? Ja, die kann ich Ihnen doch sehr gerne zeigen. Geil ist das denn? Gehen wir danach. Mein Gott, ihr pinke Hosen. Gerade wirklich. Oder sieht leid. Das gerade nur so aus? Ich glaube, den habe ich vergessen. Das ist wirklich so. Den habe ich vergessen. JBO. Geht auch Engelbert drauf. Nein. Scheiße. Kennst du wenigstens JBO? Was? Kennst du wenigstens JBO? Natürlich, wer kennt die nicht? Lass es. Du solltest Schluss machen. Ja. Warum? Ja, kein Problem. Frau Winter, es tut mir wirklich unendlich leid. Ich hab. Warum? Ich wollte einparken und habe ihr Fahrzeug zu spät. Das Ding hat doch einen automatischen Park-Heini-Sensor-Scheißtrick drin. Ja, den nutze ich aber ungern, weil das dauert immer so lange. Ach, und ich bin halt. Ich bin um die Kurve rumgefahren und dann. Ich war schon echt langsam und auf einmal habe ich dann aber. Dann hat es halt doch nicht ganz gelangt vom Lenkeinschlag her und dann. Wie schnell ist zu spät gefahren? Gebremst. 5 km/h, 6 km/h. Also ich war schon am Einparken. War schon am Bremsen eigentlich, aber bis ich halt reagiert habe, dann, dass es halt zum Stillstand kam. Bremsen ist hier, und ich nach Bremsen. Ellie, dein Fahrzeug? Das ist mein Fahrzeug. Ich denke mal, da muss dann Herr Pilz schaden. Ja, läuft tatsächlich über die Stadt, weil es war ein Betriebs. Ich war ja geschäftlich, ja. Wie es abgerechnet wird, ist mir Lenz. Ja, ja. Letztlich egal. Ja, Hauptsache das Geld kommt, ich weiß. Da müsst ihr. Also Frau Winter, ich weiß ja nicht, Sie sind ja Profi. Mhm. Was wird es ungefähr kosten an Ihrem Fahrzeug? Die Reparatur? Was ist denn kaputt alles? Karosserie? Also voll auf die Achse gefahren, oder? Also ich habe Ihnen, also meines Wissens bin ich Ihnen quasi so, habe ich vorne kurz hinterm Scheinwerfer bin ich rangekommen und bin halt so ein bisschen quasi den Kotflügel entlang geschliffen. Also wenn wir sagen, eine Achsvermessung wäre drin, oder? Es ist nur ja, es war nicht mit Absicht, Frau Winter. Das ist mir klar, aber ich darf doch ein bisschen trauern, oder? Natürlich. Von der links ein bisschen. Gefühlt 3,5 Tonnen gegen 700 Kilo, ne? Ja, das war halt das Problem. Einmal
Stückchen zurücktreten, dass wir hier die Schäden begutachten können. Ich nehm's ja schon gerade mal auf. Ja, aber die Polizei brauchst du ja grundsätzlich auch, denke ich mal. Ja, ich mach bloß gleich Urteilkosten vom Schlag. Ja. Werfer vorne links, Scheibe vorne links, Rotflügel vorne links. Weiß nicht, wo sind sie denn gegengeprallt? Sind sie auf Höhe des Rads gegengeprallt oder davor oder dahinter? Also meines Wissens bin ich kurz hinter dem Scheinwerfer, habe ich das Fahrzeug das erste Mal berührt. Weil wie gesagt, das war halt das Problem. Na, wie sie selber schon sagten, mein Fahrzeug ist halt ein bisschen schwerer, da ist halt einfach die Wucht, auch wenn man nicht schnell fährt, halt dann doch schon ein bisschen größer. Gerade wenn man gegen ein so leichtes Fahrzeug stößt. Man halt wirklich gucken, ob die Achse nicht einen wegbekommen hat. Ja, das sind diese Achsenmessung ist dabei. Ja, dann sagen sie doch erstmal, Frau Rossi, was soll denn da Spaß kosten? Ja, aber ich bin noch gar nicht fertig. Ja, Scheinwerfer vorne links, Kotflügel vorne links, Scheibe vorne links und eventuell Achsschaden. Scheibe Seite. Und dann haben wir noch wie viele Lichter? Ja, vorne links der Scheinwerfer. Noch eine Scheibe. User left your channel. Was eventuell auch kritisch sein könnte, hinten vielleicht die Achse, weil er hier über den Dings voller drüber. Wir machen eine allgemeine Achsenmessung, also. Würde ich vielleicht hinten auch nochmal eine Achsenmessung machen. Wollen Sie nicht gleich doch ein neues Auto kaufen auf meine Kosten? Also da ungefähr bei 1028. Also wenn du das so fragen, nicht was. Ich würde mich als Opfer des neuen Autokaufs gerne zur Verfügung stellen. Herr Pilz? Ja. Das ist ungefähr bei 1028. Ja, wenn Sie kurz warten, hole ich Ihnen das gleich, bezahle ich gleich bar, dann haben wir das Thema auf dem Tisch. Ich hätte es einfach. Nee, ja, dann bezahle ich das jetzt gleich bar privat, dann können wir das ganze Thema, was Polizei angeht, meines Wissens dann halt quasi weglassen, oder? Ist das falsch, Herr Officer? Also wenn hier keine Anzeige getätigt werden soll, sind wir durch. Ist Verkehrsunfall passiert. Wenn das geregelt wird mit der Bezahlung, sind wir da raus. Good. Was sagen Sie, Frau Winter? Ja, machen. Also was? Wenn ich Ihnen das jetzt bar mitgebe direkt, dann ist das Thema durch. Ja. Ja, nee, müssen Sie sagen, wenn Sie eine Anzeige wollen, gut. Dann gibt es eine Anzeige. Also. Das bringt mir das nichts. Das Auto bleibt kaputt. Na gut, Sie können es ja reparieren. Ja. Sie sind ja an der Quelle. Alles halt Wertbinderung, aber passt Witz. Schon. Also ich denke auch nicht, dass Herr Pilz sich da irgendwie um die Rechnung... Nee, also Sie können gerne dabei bleiben. Ich würde kurz mit meinem Auto zur Bank fahren. Ich habe leider gerade nur 1000 Dollar einstecken. Ein bisschen Kleingeld. Und dass ich halt noch die 28 Dollar hole. Und dann würde ich das direkt Frau Winter überreichen in ihrem Beisein. Und dann ist das Thema ja eigentlich durch. Ich glaube, Sie müssen noch nicht mal fahren. Ich glaube, der Geldautomat im Autohaus funktioniert, oder? Aber funktioniert er jetzt? Das müsste mal Herrn Priest fragen. Ich habe letztens Geld der funktioniert. Geholt. Ja gut, dann. Ja dann, hi, hallo. Ja, dann würde ich kurz reingehen, Sie können ja noch kurz warten, würde ich das Geld kurz holen. Ich weiß nicht, ob du den abschleppen willst oder nicht. Ja, mit der kaputten Achse zu fahren ist kacke. Ja, was sonst würde ich mich mal schnell runterfahren lassen und holen abschleppen. Mach das. So, Frau Winter. User left your channel. Dann geh ich dich beiseite. Als kleine Entschädigung, weil das ja schon ein bisschen blöd gelaufen ist. Jetzt warten Sie mal. Also was hatten Sie gesagt? 1028 hatten Sie gesagt, ne? Passen Sie auf, weil mir das wirklich leid tut und das halt wirklich blöd ist, wenn Sie sagen, das Auto ist neu. Dann hier noch eine kleine Entschuldigung. Oh, Dankeschön. Na, das war wirklich keine Absicht von mir. Nee, glaube ich auch nicht, aber ja, das war gerade eher der Schock. Ja, alles gut. Ich hoffe, es passiert nicht wieder. Herr Officer, Sie haben gesehen, dass das Geld übergeben wurde. Dann tut es mir wirklich leid, dass ich Sie da jetzt gerufen habe, aber man weiß ja halt nie, wie die Passanten, ich wusste ja nicht, von wem das Fahrzeug ist, wie die Leute dann darauf reagieren. Ja, vielen Dank für Ihre schnelle Hilfe. Ja, Ihnen auch. So, Herr Priest. Tschüss, Frau Winter. Soll ich dir mal was sagen? So schlimm sieht der gar nicht aus, das kriegst du wieder hin. Du
trotzdem. Hallo, du bist die beste Mechanikerin in Los Santos. Es ist ein Unfallwagen. Ist es nicht abhängig, wie gut man den der fertig macht, ob es ein Unfallwagen bleibt? Nee, ich nicht. Okay, ich hab da tatsächlich keine Ahnung von. Au! Ich hoffe, ich lade jetzt gleich den richtigen auf. Ich hoffe, ich lade gleich den richtigen auf. Ich muss ja einstellen. Ey, geh auf. Der Boden ist kalt. Ist hier alles gut? Hey, wie, warum steckst du in dein Auto ein, wenn ich's auflade? Ich dachte, das funktioniert nicht gut vorfahren. Alter, warum ist die Party schon rum? Ich hab gedacht, jetzt Waschtag. Ich mag ins Bett. Du steigst jetzt mit einem gefahrenen Auto runter. Und wer nimmt das mit? Ich komm schon irgendwie runter. Ja, da kann man chasen. Ich nehm dich mit, komm, Lasse. Geil, Männertag. Hier hat jemand eine Tür von da. Ja, die hol ich morgen. Haley. Ich brauch die mal auf dem Wort. User left your channel. Deine Autotür lassen wir da liegen, oder? Ja. Wollten wir nicht vor 2 Stunden schon ins Bett? Mhm. Ich nehme halt gerade ein bisschen. Tut mir leid. Nee. Hey, Puppe. Ich hätte schon vorher ins Bett gehen sollen. An die Hose steht der. Wäre ich dafür? Arbeitskleidung beim Alice. Müssen auch die Jungs anziehen. Und den ganzen Tag läuft nur Bolle in der Werkstatt. Ja, schon witzig. Ach, Haley, wir haben übrigens ein Angebot bekommen. Wow. Ich bin aus dem Prolog raus und hab dann vielleicht noch eine Stunde bei. Ah ja. Aber ich finde das lustig. Ich könnte jetzt. Ich kann Leute einstellen. Wie cool. Ich kann bei Mattes jetzt Leute einstellen. Mhm. Haley, wir haben ein Angebot bekommen. Mhm. Wir dürfen Fahri ins Auto heute und morgen. Ich weiß, er hat gerade mit mir geredet und mir noch geschrieben, die Rücksitzbank weit eher eigentlich hier. Das hat er mir auch geschrieben. Haley, willst du deinen Schlüssel mal wieder oder? Da, nee, nicht kein Drifter. Hier dein VSDR als Familienauto durchzukriegen, also. Es ist doch alt, man, das Ding hat 4 Türen, Kofferraum, fertig. Ja, sag ich. Darum sag ich ja, ich sehe dich im Landstalker mehr. Ich bin jetzt auch zum Hotel. Da habt ihr auch eine viel, habt ihr eine viel größere Spielwiese. Da kann man viel mehr Hop-Hop Reiter spielen. Was das angeht, in großen Autos und so, musst du Emilia drauf ansprechen. Was jetzt? Große Autos? Reiter auf großen Autos. Nein, dein deiner Drecksack. Hab dich auch lieb, Pupser Yasi. Und wirklich mal überlegen, auf komplett pink umzustellen. Ich will einfach mal die Jungs in der Arbeitskleidung sehen. So, wenn sie morgen kommen, so, jo, Jungs, unsere neue Farbe ist pink. Hm? Dass die Frauen immer so langsam laufen. Kleine Schritte.
Es gibt jetzt übrigens Häuser zu mieten, ne? Mhm. Problem ist nur in der Grove Street. Lasse! Ja! Und wenn welches, du bald welches, aufhörst... Helle, welches Zimmer nehmen wir? Rossi, meins, deins? Ach, oder such du aus. Oder yeah. Gehen wir schnell? Ja, dann gehen wir meins. Ist offen. Lasst uns gering verdienen und unser eigenes Zimmer geben. Wow. Gute Nacht, ihr Spaß. Wahnsinn. Vor allem wir Geringverdiener, wir sind hier Geringverdiener. Ach, war ein Witz. Ich weiß. Nein, keine Ahnung, die kann man tatsächlich mieten, aber die Grove Street ist halt so ziemlich das dunkelste Pflaster, was es hier in der Stadt gibt, ne? Und die Häuser kosten halt irgendwie Miete 135, steht da. Okay. Keine Ahnung, ob das am Tag ist oder so. Gibt. Bitte? Dann habe ich auch die Hoffnung, dass es was Besseres gibt. Ja, ich habe bis jetzt noch nichts Besseres gefunden. Und jetzt grins mal. Gute Nacht. Gute Nacht.